Hallo ihr Lieben, na, ihr seht, wir sind wieder mal in meinem Bad gelandet. Und ja, heute würde ich gerne mal das Thema wieder aufgreifen. Haarausfall, Haare, die kein Volumen mehr haben, juckende Kopfhaut oder eben halt auch schuppige Kopfhaut. Ich selber hatte jahrelang das Problem, dass ich wirklich hier richtige Geheimratsecken hatte. Und dank dieses Shampoos von Silja, das habe ich heute auch schon noch schon mal ein bisschen gepostet, habe ich es wirklich geschafft, das wieder in den Griff zu bekommen. Und ich würde euch jetzt gerne mal zeigen, wie trägt man das Shampoo nämlich auf. Es ist also doch ein bisschen anders als vielleicht, wie ihr es gewohnt seid. Und ja, da würde ich euch jetzt gerne mal dazu mitnehmen. Ihr seht, ich habe mir selber mit meinem Nagel richtig eine ergeben. Super. Also gut, wollen wir loslegen? Ich habe ein neues Shampoo. Die sind jetzt gerade alle gekommen, wieder frisch und so schaut es aus. Es ist ein Konzentrat und ja, das heißt, ihr braucht total wenig davon. Also mit der Flasche solltet ihr selbst mit langem Haar gute 3, 4 Monate auskommen. Und ja, ihr seht, ich habe ja relativ langes Haar und das geht wirklich prima, weil ihr braucht total wenig. In meinem Fall wasche ich es tatsächlich zweimal, aber wenn du kurzes Haar hast, reicht es wirklich einmal. Und ihr braucht tatsächlich genau diese Menge und mehr nicht. Weil es, wie gesagt, ein Konzentrat ist. Und dann könnt ihr das, also ich habe ja jetzt meine Haare schon feucht gemacht, ein bisschen aufschäumen. Und dann nehmt ihr das mit euren Fingerspitzen. Und geht wirklich nur auf die Kopfhaut und massiert euch das schön in die Kopfhaut ein. Und ja, das reicht. Ja, und massiert das richtig schön ein, auch hinten. Und lasst das dann gut mal eine Minute einwirken. Ihr solltet das täglich machen. Gerade wenn es ein Problem mit der Kopfhaut gibt oder mit eurem Haarausfall. Denn wenn die Kopfhaut nicht gesund ist, wird auch kein gesundes Haar nachwachsen, beziehungsweise das Haar hat keine Kraft, im Haarball gehalten zu werden. Und sobald es dann quasi schön eingewirkt ist, ich mache das im Regelfall in der Dusche halt, jetzt schlecht, ne? Wasche ich mir das schön aus, emulgiere mir das nochmal einen Moment auf und das, was dann quasi den Schaum, der dann rauswäscht, der wäscht mir genug für meine Spitzen raus und somit trocknen auch meine Spitzen nicht aus. Also perfekt. Ich wasche es mir eben schnell aus und dann machen wir gleich noch die zweite Runde. So, jetzt habe ich mir das nochmal ein bisschen aufemulgiert und jetzt nehme ich, wie gesagt, bei langem Haar mache ich es auf jeden Fall zweimal, mir nochmal so eine ganz kleine Menge und massiere mir das, wie gesagt, schön nochmal überall in die Kopfhaut ein. Und wenn das dann wieder eine gute Minute schön einmassiert ist, ihr aktiviert natürlich damit auch alles, was wichtig ist, ob die Zellteilung im Haarbalg und wie gesagt, nur ein gesunder Haarbalg und eine gesunde Kopfhaut kann auch ein Haar schön halten und ihr aktiviert damit wirklich den Haarwuchs. Und wenn ihr, selbst wenn ihr Stellen habt, wo ihr denkt, da kommt kein Haar mehr, solange eure Haarwurzel noch aktiv ist, wird auch wieder ein Haar rauswachsen. Oftmals wachsen auch die Haare da wieder raus. Ihr seht es nur nicht, weil die zu dünn und zu brüchig sind und es nicht schaffen, mehr richtig rauszuwachsen. Oder wird es so verschuppt, dass es nicht schafft, mehr nach oben zu wachsen. Also, wie gesagt, mit dem Shampoo schafft ihr es auf jeden Fall. Ihr braucht ein bisschen Geduld, wie es immer so ist im Leben. Aber dieses Shampoo ist entwickelt worden von einem Doktor, der Dr. Kleanthus aus Heidelberg, der viele, viele Jahrzehnte schon auch in der Krebsforschung gearbeitet hat und damit vielen Frauen oder auch Männern geholfen hat, wieder Haare zu bekommen. Ja, probiert es einfach mal aus. Glaubt mir, es wird Erfolg bringen, wenn ihr das Problem wirklich habt. Und ja, erzählt es gerne weiter. Ihr dürft euch natürlich auch jederzeit bei mir wieder melden, anrufen, schreiben, wie ihr möchtet, wie ihr wollt. Und es ist ein bisschen anders anzuwenden. Und seid nicht überrascht, es schäumt natürlich auch nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Aber Schaum heißt nicht automatisch sauber.
So, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen wieder neue Ratschläge geben, neue Informationen geben. Und nebenbei riecht es auch super. Also, macht's gut, ihr Lieben. Schönen Tag noch.